Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch ein Full Face mit YesStyle Produkten schminken, denn ich habe ein bisschen was zugeschickt bekommen. Dann hatte ich ja auch noch den YesStyle Adventskalender und ein bisschen habe ich noch was aus meiner Sammlung rausgenommen, was ich einfach schon da hatte. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen was in meinem Gesicht auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Starten werde ich mit einem Produkt, was ich schon da hatte, und zwar von Peachsea, den Peach Glow Make-Up Base Primer. Das ist dieser hier, da sind 35 ml drin und das ist einfach einer, der dem Gesicht, jetzt habe ich hier Fussel, einen gewissen Glow schenkt. Und das finde ich ganz gut, hat so einen Schnabelapplikator und es kommt halt wie so eine Creme raus. Riecht auch leicht pfirsichmäßig. Der Primer ist auch sehr schön reichhaltig, also für meine trockene Haut wirklich gut geeignet. Da hat jemand vielleicht, der eine nicht ganz so trockene Haut hat wie ich oder eine ölige Haut, ein bisschen Probleme mit. Hier habe ich ein ganz neues Produkt, was ich auch Justin gerade zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist das von Clio, eine Kill Cover Glow Fitting Cushion mit Lichtschutzfaktor 50 plus Kill Cover. Das ist natürlich ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob die Farbe passt. Das ist die Farbe 3.5 Vanilla. Kommt hier wirklich in so einer schönen Verpackung mit Refill daher. Also ne, sehr praktisch. Dann haben wir hier dieses typische Kuschengedönsen. Auf dieser Gesichtshälfte möchte ich das nämlich dann einmal ausprobieren. Ich mache das aber nicht mit dem mitgelieferten Schwämmchen, da bin ich leider nicht so Fan von. Sondern ich habe auch mal vor einiger Zeit mir so ein Pinselset mal bestellt bei YesStyle. Das liegt immer noch in meiner möchte ich unbedingt noch ausprobieren Kiste und das machen wir jetzt auch. Es war auch relativ günstig, fühlt sich aber super weich an. Also ich verlinke euch das auch mal unten alles sowieso in der Infobox. Und ich habe auch einen Code bei YesStyle, ne? Weil ich glaube 5% oder so, das ist nicht viel. Mit Claudis Welt könnt ihr das sparen, wenn ihr möchtet. Und ja, ne, da sind halt allerhand Pinsel mit drin. Unter anderem auch so ein Foundation Buffer hoch. Und den werde ich jetzt einfach verwenden, um die Cushion Foundation aufzutragen. Ich muss mir das nochmal rauskramen. In irgendeinem Haul hatte ich das nämlich auch schon mal rausgesucht, ne? Da ist dann auch die genaue Firmenbezeichnung, weil sowohl auf den Pinseln als auch auf dem Säckchen steht so leider nichts drauf. Und ja, dann gehe ich jetzt einfach mal direkt mit dem Pinsel hier in diese Kuschen rein und trage mir das auf. Na komm, das geht klar. Am Hals wird es dann etwas kritisch, muss ich gestehen, aber das kriegen wir auch noch irgendwie alles unter einen Hut. Also die Foundation sitzt auch toll auf der Haut, hat irgendwie auch noch was schön Pflegendes mit dabei. Ich würde sie jetzt nicht als Hardcover bezeichnen, jetzt mal ganz ohne Witz, ne? Es ist eine Foundation, ja, die deckt ab, ja, aber sie deckt mir nicht mein ganzes Gesicht ab. Also ich habe nach wie vor halt Rötungen, die rauskommen. Da habe ich immer so eine Pigmentstörung, meine Muttermale kommen noch ganz normal durch. Also es ist einfach eine Medium Coverage Foundation. Ich mache den Pinsel am Handtuch neben mir sauber, weil auf die andere Seite möchte ich gerne eine Foundation auftragen, die mich schon länger interessiert. Und zwar ist das von Holika Holika, die Hardcover Glow Foundation, auch mit Lichtschutzfaktor 50+. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Und das, ja, irgendwie meine Kamera, mein Licht, die kommen nicht damit klar, dass ich hier sowas Holographisches habe, dass ich was Helles anhabe, dass ich Neon-Nagellack drauf habe. Läuft. Die habe ich in der Farbe 01 Warm Ivory. Also da bin ich jetzt auch mal... Mal gucken bin ich da drauf. Genau, ich bin gespannt da drauf. Huch, habe ich mir jetzt einen Pumper aufgegeben. Die sieht farblich gar nicht so verkehrt aus. Und die trage ich mir jetzt auch erstmal mit dem Foundation Buffer auf mein Gesicht auf. Auch hier könnte die Farbe ganz gut passen. Wobei die tatsächlich ein Ticken zu hell ist und die ist ein Ticken zu dunkel. Ich glaube, der Mix aus beiden wäre gerade perfekt für meine Hautsituation. Bei der Foundation sieht man richtig, dass die eine viel, viel höhere Deckkraft hat und die muss ich auch intensiver einarbeiten. Die hat nicht so diese pflegenden, cremigen Eigenschaften mit dabei, wie das die Clio hat. Jo, ne? Gefallen mir aber ehrlich gesagt beide sehr gut. Ich habe bei dieser Seite nur deutlich mehr Glow, wahrscheinlich weil der Primer da einfach nochmal mehr rauskommt. Ich gehe jetzt aber nochmal mit einem Schwämmchen drüber, das ist jetzt natürlich angefeuchtet, und arbeite mir die Foundation schön in beide Gesichtshälften ein. Die sitzen beide tippitoppi auf der Haut, kann man sich überhaupt nicht beschweren. So kenne ich das aber auch ehrlich gesagt von diesen ganzen asiatischen Foundations, weil die irgendwie mit meiner Haut sehr gut zusammen funktionieren. Deswegen freue ich mich gerade über diese beiden Neuzugänge und werde die dann eher so, wenn es ein bisschen so Richtung März, April, ne, wenn ich ein bisschen mehr Bräune bekomme, mehr verwenden. Und die könnte ich theoretisch jetzt auch schon anfangen.
anfangen zu verwenden. Finde ich gut. Aber bei weitem nicht so denkend, wie sie versprechen. Ne? Dann habe ich hier jetzt einen Concealer. Der ist von Misha, der Glam oder so. Glow Ampoule Concealer in der Farbe Sand. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht in so super vielen verschiedenen Farben. Oh ja, der hatte so ein ganz witziges Füßchen, so ein, wie nenne ich das? Tretfüßchen, ne? So ein Stampfer. Das ist so richtig witzig. Und den stampfe ich mir dann hier auch mal so rein. Der ist dunkler als meine helle Foundation. Läuft. Und dann nehme ich mir wieder mein Schwämmchen, um das Ganze hier einzuarbeiten. Mit dem Pinsel funktioniert das ein bisschen besser, weil der doch sehr dünnflüssig ist, ne? Also sehr interessante Textur von dem Concealer, muss ich gestehen. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Da muss ich gleich nur ein bisschen aufpassen, dass ich die auch schön gesettet bekomme und sowas, ne? Weil sonst wird er mir meine Fältchen reinrutschen. Aber extrem geil. Also der gefällt mir richtig gut. Ich meine sogar, dass Jenny's Highlights den mal irgendwann auch empfohlen hatte. Ich mag den wirklich gerne leiden. Also, ne, der sitzt toll, der verbindet sich schön mit der Haut. Ist mir jetzt, wie gesagt, einen kleinen Tick zu dunkel, kann ich mir vorstellen, für einen No-Make-Up-Make-Up-Look, ne, wenn ich halt gar keine Foundation trage, sondern nur ein bisschen Concealer, um so meine Augenschatten abzudecken oder so. Aber der ist halt mit einer sehr leichten Deckkraft unterwegs und, ja, halt jetzt aktuell ein bisschen zu dunkel für mich. Aber im Sommer wird das so schön sein, weil diese leichte Geschichte davon mir einfach so gut gefällt, weil da möchte man halt auch nicht so unbedingt dieses Gefühl von, ich trage jetzt gerade Concealer haben. Oh, das gefällt mir. Schön. Und wo wir schon gerade bei dem Wortsetten sind, da nehme ich dieses Produkt. Das ist auch ein Puder, was man bei YesStyle bekommt. Ich habe das, glaube ich, im Stylevana Adventskalender drin gehabt. Das ist das Skin Food Peach Cotton Multi Finish Powder und hat, glaube ich, keine Farbbezeichnung. Ist halt so peachy, fleachy. Finde ich klasse. 15 Gramm sind hier drin, das ist auch ganz schön viel Produkt. Das hat ja auch so ein Puffelding, den verwende ich aber eher, um zu verhindern, dass da Produkt rauskommt, wenn ich das halt lager. Und ja, da kommt nämlich richtig viel Produkt raus. Das ist auch sehr, sehr, sehr fein gemahlen. Ihr seht ja diesen Dust hier wahrscheinlich auch gerade, ne? Kommt drauf an, wie gut meine Kamera das so einfängt gerade. Und dann fussel ich hier unten nochmal, dass nichts in die Fältchen rutscht. Gucke auch ganz angestrengt durch die Gegend und nehme jetzt so einen Highlighter-Pinsel eigentlich. Nehme mir Produkt auf und hätte dann schon mal den Concealer. Oh, diese Pinsel, Leute, die sind echt der Wahnsinn. Und das mattiert halt sehr ab, aber der Glow der Haut wird wieder durchkommen. Also da macht euch keine Sorgen. Auch also von der Haut, von dem Primer, von der Foundation und so weiter. Das ist jetzt einfach nur, um das Ganze zu fixieren. Und gerade wenn man dann später nochmal dieses Setting Finish, ach, wie heißt das, Fixing Spray drüber gibt, dann wird alles nochmal ein bisschen fresher. Boah, das ist so ein sanftes Streicheln gerade hier so auf meinem Gesicht, ne? Ein ganz toller Pinsel. Und der ist, glaube ich, halt auch wirklich, ne, so ein veganer, also Kunstfaser. Das ist kein echter Pinsel, weil die ganzen koreanischen Geschichten sind ja auch cruelty-free. Und Wahnsinn, Wahnsinn, wie toll dieser Pinsel ist. Ich möchte den ganzen Tag so machen. Ja, aber das wäre irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ich hätte auch diesen Pinsel nehmen können, sehe ich gerade. Das ist nämlich so ein richtig geiler, abgeflachter, ne? Der wäre perfekt dafür gewesen. Egal. Den nehme ich jetzt einfach mal für mein komplettes Gesicht, um da einfach mal abzupudern. Nee, der ist mir zu klein. Ich habe hier noch einen größeren Pinsel. Der sieht auch sehr fancy-pansy aus, weil der so angeschrägt ist, ne? Und guck mal, wie der wabbelt. Geil. Oh, die sind einfach dadurch, dass die Pinselhärchen so lang sind, nehmen die natürlich jetzt nicht so super viel Produkt auf. Aber dadurch, dass die so weich sind und dass es so viele Härchen sind, nehmen die trotzdem relativ viel, also richtig geile Pinsel. Richtig tolle Pinsel und sehr sanft. Oh, das brauche ich gerade. Ein bisschen Liebe. Mega, gefällt mir richtig gut, wie das jetzt auch aussieht, ne? So schön flawless Photoshop-Effekt ist am Start. Es ist aber trotzdem noch mein Gesicht, ne? Ein Bronzer, es gibt gar nicht so viele Bronzer, weil, ja, ich glaube, in Asien ist das mit dem Bronzing gar nicht so in wie bei uns, ne? Ich hatte aber vor einiger Zeit mir den hier mal gekauft. Too Cool for School ist es, glaube ich, der Art Class bei Rodin, Créateur du Contour. Das ist dieser hier und ja, den finde ich auch ganz schön, den mag ich gerne leiden. Das ist so ein Dreifachvieh. Und ich glaube, ich versuche das jetzt mal mit dem großen hier, fluffle ich hier mal so rein. Sieht so witzig aus, wenn er sich bewegt. Okay, und Puder einfach mal so ein bisschen hier durch die Gegend. Der ist nicht so super stark pigmentiert, also eigentlich brauche ich nicht. Das macht aber so viel Spaß. Winken. Muss ich gar nicht so viel abklopfen. Und ja, leichte Aufwärmung des Gesichtes, ne? Weil der sehr hart gepresst ist, kommt da gar nicht so viel Produkt von runter, gerade wenn man so einen fluffigen Pinsel nimmt.
Ja, mit diesem zusammengedrückten Pinsel hier kann ich ein bisschen detaillierter arbeiten und nicht so großflächig, wenn ich möchte. Das geht auch ganz gut. Und dann kann ich dann halt an den Stellen, wo ich ein bisschen mehr Bronze haben möchte, das Ganze auch etwas aufbauen. Aber für einen dezenten, natürlichen Bronzing-Effekt ist der auf jeden Fall gut gemacht. Ja, Sammy hat gerade ein Leckerli von mir bekommen. Kann ich euch empfehlen, weil ich den vom Farbton her auch sehr schön finde und man sich halt dadurch, dass es so ein Dreiviecher-Vieh ist, gut zusammenmischen kann. Ne? Jetzt habe ich hier zwei verschiedene Blushes, die ich auftragen möchte. Das ist einmal von Ice Jelly Cheek Blusher Nude Dazzling. Und nein, das ist glaube ich ein Creme-Blush, ne? Huch, keep in touch. Also so sieht er auf jeden Fall aus. Den hätte ich mir dann wahrscheinlich unten drunter geben müssen. Mist. Oh nein, mein Nagellack ist futsch. Oh, also die Verpackung ist böse. Zwei Nägel haben gelitten. Und ja, es ist eigentlich ein Cream Blush. Hm, mal gucken, ob ich den jetzt auch noch auf mein Puder drauf kriege. Oh je, nee. Gucken wir mal. Ich mache den Foundation Buffer jetzt mal neben mir am Handtuch ein bisschen sauber. Und gehe dann hier so ein bisschen rein. Das ist so Peach mit Gold zusammen und den platziere ich mir jetzt einfach mal hier so drüber. Ich meine, normalerweise kannst du ja auch Cream Blushes über die Foundation drüber geben, beziehungsweise über Puder auch drüber geben. Okay, der ist sehr pigmentiert, trägt die Foundation aber nicht ab, wenn ich das richtig sehe. Verhält sich ganz gut, obwohl ich hier so einen relativ aggressiven, festgebundenen Pinsel hier auch verwende. Nee, das gefällt mir schon. Ja, doch. Ne? Und dann habe ich hier einen von Peripera, Pure Blushed Sunshine Cheek Hazel Orange ist hier die Farbbezeichnung. Das ist natürlich dann etwas wärmer, etwas mehr ins Bräunliche. It's okay, you smile already, it's okay, you already shine steht hier drauf, ist auch süß. Und das ist aber definitiv, ja, ein Puder Blush und der ist halt mehr ins Peachige. Der ist nicht so super krass pigmentiert, wie das bei dem Keep in Touch Gedönsen ist, ne? Also da baue ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr auf und der ist auch matt unterwegs. Ist mehr so meine Präferenz, ne? Von der Art und Weise. Wobei der natürlich durch diesen Glow auch echt schön ist. Muss man selber schauen, was einem so besser gefällt. Dieser von Peripera ist jetzt ein bisschen zurückhaltender. Aber da weiß ich auch noch nicht, also wir sehen es ja gleich am Ende des Videos, ne? Da bin ich dann ja nochmal eine Stunde weiter als jetzt quasi vom Zeitgedönsen her. Und dann sehen wir auch, welcher von beiden dann noch wie gut zu sehen ist. Aber von der Textur her mag ich den ganz gerne. Jetzt kommen wir zum Highlighter, den habe ich schon eine ganze Weile bei mir, der ist toll. Luminous Marble Highlighter von Tony Moly. Das ist einer, der halt wie so einen Glasskin-Effekt macht. Den kannst du dir auch übers komplette Make-up als Finishing Powder drüber geben. Erinnert sehr an dieses Gedönsen von MAC und den mag ich gerne leiden. Dann nehme ich jetzt auch den Highlighter-Pinsel, den ich ja zum Setten unter meinen Augen verwendet habe und trage mir den jetzt hier beiden Seiten mal auf. Hier wird er jetzt ein bisschen mehr rauskommen. Zum einen, weil hier mehr Lichter sind und zum anderen, weil ich ja auch eine feuchtere Base habe. Aber an und für sich, das ist ein ganz toller Highlighter, weil der ist so ein Erwachsenen-Highlighter, ne? Den kannst du so aufbauen, wie du ihn gerne hättest. Du kannst so einen Glow from below haben, also sehr dezent. Du kannst ihn sehr intensiv machen, wie du halt Bock hast. Und das mag ich bei dem. Und wie gesagt, auch als Finishing Powder einsetzbar. Also könnte ich jetzt theoretisch mit dem großen Pinsel einmal komplett übers ganze Gesicht fusseln. Aber nö, ich glaube, die Glow-Geschichte von Primer und Foundations wird nachher eh noch ordentlich durchkommen. Deswegen belassen wir es bei diesem Glow und das gefällt mir. Ne? Sehr natürlich, sehr zurückhaltend, sehr schön. Augenbrauen, da müssen wir mal gucken. Habe ich nämlich zwei Produkte von Mizon oder Mizon in zwei verschiedenen, sehr verrückten Farben. Also einmal habe ich hier den Brow Styling Pencil und das ist einmal Brush, einmal Pencil. Okay, der ist relativ groß, relativ dick. Den kann ich jetzt schön nehmen, um so Lücken aufzufüllen und eine grobe Definition reinzugeben. In der Farbe Grey Brown ist der übrigens. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil eigentlich habe ich jetzt noch keine grauen Haare. Jedenfalls nicht, dass ich sie jetzt schon gefunden hätte. Aber ja, schon so ein bisschen was Aschigeres verwende ich tatsächlich immer wieder ganz gerne für meine Augenbrauen. Wobei, wenn ich mir das jetzt so vom Ergebnis hier angucke, sieht das gar nicht so verkehrt aus. Ist gar nicht so easy peasy damit zu arbeiten, weil dieses Dreieck ist sehr, sehr groß. Ne? Also da ist man schon ganz gut mit dabei. Ich mache jetzt die andere Augenbraue auch nochmal damit.
ich weiß noch nicht so ganz, ne? Es ist schon relativ dunkel und man neigt halt auch dazu, dass wenn man so ein dickes Applikatorvieh hat, sich dann auch echt balkenmäßige Augenbrauen zu malen. Also da muss ich noch ein bisschen mit üben, ob das was für mich ist, muss ich dann nochmal in der Zukunft entscheiden. Und jetzt so auf den ersten Blick ist es okay, haut mich aber auch nicht von der Socken, ne? Da muss ich hier oben jetzt auch ein bisschen korrigieren, weil ich da ein bisschen eskaliert bin. Ich möchte aber ganz gerne jetzt noch den zweiten Augenbrauenstift verwenden, den ich hier habe. Shake It Brow Liquid. Also sowas haben wir auch schon öfters bei uns in der Drogerie gefunden. Und auch das ist von Mizon oder Mizon. Und hier habe ich 1 Gramm drin. Das ist die Farbe Brown. 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 Habe ich eigentlich nicht. Habe ich ein bisschen Angst vor, dass es jetzt nicht ganz so hübsch wird, aber mal gucken. Ja, auch hier ist ein Spoolie mit dabei, was ich merkwürdig finde, weil eigentlich hätte ich das jetzt so bei einem Dingenskirchen nicht unbedingt erwartet, ne? Aber gut, damit du wahrscheinlich deine Augenbrauen in Form bringst. Und hier haben wir eine relativ breite, abgeschrägte, aber dann doch irgendwie spitze Pinselgeschichte vorne dran. Wie malst du denn? Okay, ist wie ein Filzstift, ne? Ich bin mal gespannt drauf, ob das bei mir aussieht, weil das ist ja auch nicht unbedingt meine Farbe, ne? Mal gucken. Weil ich hätte ja ganz gerne hier vorne mehr Härchen, aber halt nicht in der Farbe, ne? Das ist dann halt schon die falsche Farbe. Weil hier ist irgendwie so ein, habe ich ja immer so eine Ecke drin, jetzt sehe ich auch so böse aus. Oh mein Gott. Ja, okay, Hilfe. Nee, ist doof, weil das ist nicht meine Farbe. Das wird jetzt gerade volle Elle rot. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Das sieht schlimm aus. Oh mein Gott. Nee, das sieht ganz übel aus, ne? Ich meine, ihr seht es jetzt ja aus der Entfernung. Ihr kommt ja gleich auch noch ein bisschen näher ran, wenn ich meinen Augenlook mit euch zusammenschminke. Aber das sieht schon sehr crazy aus. Ich hätte jetzt hier 2 verschiedene Lidschattenpaletten, wo ich... Jetzt, ihr seht das jetzt, ne? Oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. So schlimm! Ja, ich habe es auch verkackt, ne? Egal. Ich habe hier 2 verschiedene Lidschattenpaletten. Einmal von McQueen New York, Moni, keine Ahnung, das ist die Pro 9 Brown Mood Palette. Das ist einmal die hier, eine ganz klassische Nude Palette. Die lasse ich aber zu. Ich glaube, die verlose ich, weil solche Paletten habe ich halt schon. Auch sowas, aber die werde ich jetzt ausprobieren. Die werde ich jetzt verwenden von Shabam. Shabam, nein, das ist jetzt von welcher Marke? Korinko. Ja, Shabam, 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 die ist ganz süß, ne? So eine typische Nude-Look-Palette und damit schminken wir uns jetzt einfach einen ganz easy-peasy schnellen Look. Dann nehme ich auch natürlich aus dem Pinselset so einen Blendepinsel und gehe dann einmal hier in dieses helle Peach-Tönchen rein und das kommt directly hier auf mein komplettes bewegliches Lid drauf. Dann nehme ich mir den etwas dunkleren, bräunlicheren Peach-Ton, der da ist, und den setze ich mir mit dem gleichen Pinsel in die Lidfalte rein. Um sie zu definieren, setze ich es aber ein bisschen höher an, weil mein Schlupflid ansonsten die Lidfalte verdecken würde. Ich verbinde es auch direkt hier mit dem Außenwinkel von meinem Auge. Dann kommt da auch ein kleiner Schatten zustande, um das Auge auch optisch zu öffnen. Der Schlingel! Dieser Ton hat hier auch noch einen leichten Schimmer mit dabei. Ha! Sieh mal einer, guck! Mit so einem abgeschrägten Pinsel aus dem Pinselset, das ist eher so ein Augenbrauenpinsel, nehme ich mir jetzt dieses rötliche Braun hier außen auf, um mir das mal an den unteren Wimpernkranz zu setzen. Kommt ganz nah an den Wimpernkranz auch richtig dran und den blende ich mir dann auch ein bisschen in den Wimpernkranz rein, dass man da auch so eine Art Verdichtung mit dabei hat. Dann nehme ich mir so einen Katzenzungenpinsel aus dem Pinselset, der aber nicht ganz so mega flach ist und der geht ein bisschen spitz nach oben zusammen. Finde ich sehr interessant. Und da nehme ich mir jetzt einmal diesen roten Schimmerton auf, der hier außen in der Palette ist. Das greift der Pinsel schon ganz gut und den setze ich mir auch wirklich hier außen hin. Ah, das gibt der Pinsel jetzt nicht ganz so gut ab, weil der sehr, sehr, sehr schimmernd ist. Also da nehme ich mir lieber meinen Finger zur Hand. Kann man das so sagen? Ich nehme meinen Finger zur Hand. Ich nehme mir einfach meinen Finger dafür. So. Und dann sehen wir auch, dass da richtig krass Schimmerpigmente drin sind, ne? Also das ist eine richtige Glitty-Flitty-Palette, aber da habe ich glaube ich noch einen Ton, der noch heftiger ist. Mit einem ganz kleinen Smudger-Pinsel, ja, ich möchte so viele Pinsel wie möglich aus diesem Set mal ausprobieren, gehe ich in diesen ganz hellen Ton hier rein, in den hellen Schimmerton und den setze ich mir zuallererst in meinen Augeninnenwinkel. Oh, der ist schön. Und der geht mit dem Pinsel auch gerade echt gut, ne? Und den ziehe ich mir auch so ein klein wenig
auf mein Augenlid drauf. Boah, der ist richtig schön. Der funkelt und glitzert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Richtig geiler Ton. Auch meine wunderschönen Augenbrauen möchten gehighlightet werden, auch wenn es gerade nicht echt... Also, dieses rote Vieh, das hat alles zunichte gemacht. Ihr seht es auch, ne? Ja. Trigger, Trigger, Trigger. Da funkelt es. Also, das finde ich so hart geil gerade. Allein deswegen feiere ich die Palette jetzt schon. Das ist so eine einfache Palette, wo man wirklich in einem Look alle Farben tatsächlich auch verwenden kann. Und die Farben sind toll. Das wird man gar nicht so vermuten, wenn man die Palette so sieht, ne? Genau, und den letzten Ton, den nehme ich mir mit dem Finger auf, denn ja, ich sehe es hier schon, dass da, also nicht nur grobe Glitzer, also das ist riesen, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du hast da Pailletten drin, ne? Es ist abnormal. Sowas kann man sicherlich am besten auch mit einem Glitterglue auftragen. Den presse ich mir mit dem Finger hier auf mein Zentrum drauf. Und da sehen wir auch schon die Glitzerviecher. Wow. Ob das hält, ich weiß das ja nicht, ne? Bezweifle ich ein kleines bisschen. Aber sieht schon gut aus. Also wenn ich das Auge jetzt so habe, ist das schon schön. Kann man nicht anders sagen. Aber wenn ich es bewege, bewegen sich ja auch meine Hautviecher. Hält das? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird sich irgendwann schön in meiner Lidfalte sammeln und da wird es dann eine Party feiern, ne? Aber gut, für den Moment ist es schön. Ja. Oder halt so ein, wo habe ich den denn jetzt? Hier. NYX Glitter Glow drunter geben und das dann drauf tupfen. Komm, das versuche ich jetzt auch einfach mal auf der anderen Seite. Pressen wir das hier drauf. Ja, das funktioniert deutlich besser. Das hält auch direkt, ne? Also wenn ich da nur mit dem Finger dran gehe, sagt mein Auge, ja moin, nehme ich gerne. Behalte ich. Mega schöne Palette, kann man einen aufregenden Look mit schminken. Also was heißt aufregend? Für mich jetzt nicht mega bunt und aufregend, sondern halt glitzernd, funkelnd, ist schon schön. Mir fehlt natürlich zu meinem Glück mal wieder ein Eyeliner. Dann nehme ich den Vegan Eyeliner von Mizone. Das ist dieser hier, auch in der Farbe Black. Ganz schön viel von Mizone hier dabei, ne? Hat eine Kugel zum Schütteln und sieht so, ja, beige aus von der Verpackung her. Und hat ein Filzspitzchen, aber eine feine Spitze. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, der könnte ausbluten. Das sehe ich auf jeden Fall auf mein Handfältchen, ne? Hm. Weil meine Hand ist ja auch 32 Jahre alt, genauso wie der Rest meines Körpers. Und ja, das kommt jetzt hier auf meine Augen. Damit kann man schon was machen. Das lässt sich nicht anders sagen. Jetzt habe ich hier wegen dieser Glitterflitterviecher natürlich ein paar Probleme. Und hier sehe ich, dass ich mein Augenbrauen-Highlight vergessen habe. Läuft. Da lässt sich schon ganz gut mit arbeiten. Jo. Ne? Kann man Lidstrich mitziehen, kann man seine Freude mit haben. Mir gefällt es auf jeden Fall vom Ergebnis her. Und ne? Ist gut. Ja. Ebenfalls in dem YesStyle Adventskalender hatten wir hier von Neogen All Day Locking Fixer Ultimate Fixing Power to Maximize the Longevity of Makeup. Das ist dieses Produkt hier. Also ein, ja, Fixing Spray. Hm. Der spuckt. Nicht so geil, muss ich sagen. Nee, könnte besser. Gehe ich jetzt nochmal mit dem Schwämmchen drüber. Und das riecht schon alkoholisch, ne? Hm. Jetzt versuchen wir mal eine Mascara, auch von Mizone. Die Collagen Curling Fix Mascara habe ich hier. Ja, hat Kollagen mit drin, um die Wimpern zu schützen. Und soll Curling machen, ohne Klumpen und ohne Schmieren. Bin ich ja mal gespannt drauf, wie die so funktioniert, ne? Das finde ich sehr interessant. Also vor allem, ich hatte von Mizone damals Hautpflegeprodukte, vor allem so Under-Eye-Patches und sowas. Aber halt nicht dekorative Kosmetik, alles klar. Wir haben eine fast gerade Kunstfaserbürste, die so korkenziehermäßig gestaltet ist. Aber in der Mitte geht die ganz sanft nochmal so zusammen. Riecht nicht so geil. Also schon nach Mascara, aber schon intensiver nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist schön eigentlich, ja. Das Problem, was ich mit ihr habe, man kann sie nicht wirklich schichten. Und ich trage Mascara eigentlich immer in drei Schichten. Ja, das verwehrt diese Mascara mir leider, weil... in der ersten Schicht, also wenn man sie halt wirklich direkt aufträgt, oben tuscht, unten tuscht, vielleicht nochmal einmal kurz oben durchtuscht,
dann sollte man es dabei belassen, weil die trocknet super schnell und wird dann irgendwie auch so klebrig. Ne? Das sieht man jetzt, glaube ich, auch so an den unteren Wimpern ein bisschen. Man sieht es vor allem, man sieht es auch an den oberen Wimpern. Ich mag das eigentlich ganz gerne, ne? Wenn die Wimpern auch so ein bisschen verklebter sind, ein bisschen voluminöser dadurch auch so wirken. Was mir halt bei der Mascara auch ein Stück weit fehlt, ist noch ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr Wawawum, weil... Also andere Mascaren können halt deutlich mehr aus meinen Wimpern rausholen. Aber sie ist solide. Das ist eine liebe Mascara. ja, genau. Also schwierig, ne? Tatsächlich, wenn man sie schichten möchte. Wenn man aber Mascara sowieso nur in einer Schicht oder so trägt, dann funktioniert das schon ganz gut. Ja. So, ich habe jetzt zwar keine Ohrringe und keinen Schmuck um, aber damit kommen wir klar. Ich habe immerhin meine Haare aufgemacht, ne? Ich habe jetzt noch ein Produkt und zwar ist das natürlich ein Lippi. Das ist Wake Make oder so, weiß ich gar nicht. Es ist vegan sogar, finde ich auch ganz interessant. Olive Young. In der Farbe 02, irgendwas mit Vitamin Watery Talk Tinted Lip Balm. Ja, genau. Also das ist jetzt so ein getönter Lippenbalsam, also auch wirklich nur ein Hint of Tint. Sieht sehr, sehr hübsch aus in der Verpackung, ne? Und hat auch so einen Applikator, den ich auch ganz cool finde. So ein rundes Vieh, da komme ich auch immer gut mit klar. Riecht bestimmt auch schön, oder? Ne, riecht noch gar nichts. Okay, schade. Das ist sehr interessant. Ein Lippenstift, der halt von der Konsistenz so glossy wird und die Lippen auch wirklich einfärbt. Also es passt schon zum Look, es passt zum Augen-Make-up, es passt auch zum Oberteil witzigerweise. Habe ich jetzt gar nicht so bewusst heute Morgen ausgewählt. Aber ja, was meint er? Ich finde, dass ich sehr gesund aussehe. Das finde ich immer sehr wichtig. Das Einzige, was meinen Look so ein bisschen stört, sind die Augenbrauen tatsächlich. Also hätte ich die jetzt normal gemacht, wäre das wahrscheinlich alles halb so wild. Ansonsten gefällt mir sehr, was ich sehe. Zum Blush jetzt nochmal. Ja, beide Blushes sind noch vorhanden. Der Cream Blush fühlt sich matt an. Also ne, angetrocknet. Da ist jetzt nichts Klebriges mehr. Nö. Und... natürlich, auf dieser Seite ist mehr drauf und da sehen wir auch noch mehr von. Hier sehen wir jetzt weniger von, aber man sieht noch einen Hauch von. Beide Blushes sind cool. Ja, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare dein liebstes Make-up-Produkt aus dem asiatischen Bereich, dass man da einfach auch mal vielleicht sich inspirieren lassen kann untereinander. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auf YesStyle gerne die Produkte nachshoppen oder euch andere Produkte kaufen. Mein Code Claudies Welt reicht ja, oder na, reicht nicht, gilt dann auch auf alle anderen Produkte natürlich. Und ja, das war's. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!